Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es geht tatsächlich weiter, ich weiß, mit einiger Verspätung schauen wir uns das erste DLC an, was Ende Juni, ich glaube am 30. erschienen ist. Und es beinhaltet die Prüfung des Schwertes, das Masterschwert Bannschwert, das die Finsternis besiegt. Es gibt nun eine Herausforderung, mit der du sein wahres Licht entfesseln kannst. Sobald du das Masterschwert hast, brich mit dem Bekobaum im Wald der Crocs. Der Mastermodus ist neu. Dieser erhöhte Schwierigkeitsgrad stellt deine Fähigkeiten auf die Probe. Du findest ihn auf dem Titelbildschirm unter Mastermodus. Im Mastermodus stehen dir zwei Speicherstände zur Verfügung, darunter ein automatisch angelegter. Der Pfad des Helden, diese Funktion zeigt dir deinen zurückgelegten Weg auf der Karte. Sie wird verfügbar, sobald du einen bestimmten Punkt im Spiel erreicht und die Karte freigeschaltet hast. Es werden bis zu 200 Spielstunden aufgezeichnet. Wenn du diese Zeit überschreitest, verschwindet der älteste Teil des Pfades. Das Teleportmedaillon ist neu. Das Teleportmedaillon kannst du frei platzieren, um dich dann auf die entsprechende Stelle zu teleportieren. Im Stall von Zitakala soll es ein Buch über diesen Gegenstand geben. Und die Krogmaske. Die Krogmaske zeigt dir, wenn sich ein Krog in der Nähe befindet. Im Stall des Waldes soll es ein Buch über diesen Gegenstand geben. Und Ramdas Schätze. Es gibt 8 Gegenstände aus der Legend of Zelda-Reihe aufzuspielen, darunter auch Majora's Mask. In der Hyrule-Stallruine soll die Aufzeichnung des Räuberkönigs Ramsar zu finden sein, der diese Gegenstände einst gestohlen hat. Die Erweiterungspassgegenstände mit den 3 Schatztruhen sind schon von vorher bekannt. Und damit können wir losstarten. Der letzte Speicherstand war im Akala-Institut. Ich habe tatsächlich einige Amiibos, die ich bereits besitze, hergeschafft. Ich habe es nicht geschafft, wie ich eigentlich wollte, alle Amiibos aufzutreiben, weil einfach der Ocarina of Time Amiibo alleine schon viel zu viel Geld kostet, wenn man den jetzt noch erwerben möchte. Und naja, aus dem Grund habe ich mich dagegen entschieden, denn außer für, ja, Breath of the Wild würde ich den eh nicht nutzen. Deswegen habe ich einfach die Amiibos, die ich bereits besitze, verwendet. Auserwählter. Ja. Dein Name ist Link. Ach. Danke für den Hinweis. Es ist an der Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Da, wo du das Masterschwert aus dem Stein gezogen hast. Kehre zum großen Dekobaum im Wald der Crocs. Er wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. EX, Prüfung des Schwerts. Okay, vielen Dank. EX, die seltsame Maske. EX, Teleportation. EX, die uralte Maske. EX, Feengewand. EX, Krone der Schatten. EX, geisterhafte Rüstung. Und das war's scheinbar. Das sind unsere 9 Herausforderungen, die wir uns in den nächsten Parts stellen werden. Ja, außerdem der Pfad des Helden, den möchte ich nicht unbedingt sehen, weil, keine Ahnung, wo ich da random rumgerannt bin, um die ganzen Schreine zu erkunden. Was gibt es denn noch? Was gibt es denn? Wo müssen wir eigentlich hin? Ich habe das Spiel seit dem letzten Part nicht mehr gespielt. Das heißt, also ich habe gut wie gesagt ein paar Items gefarmt. Ich weiß deswegen überhaupt nicht mehr. Das ist die Map, das ist das Inventar. Deswegen weiß ich überhaupt nicht mehr, wie hier überhaupt alles funktioniert. So, der Seewind-Boomerang kriegt man vom Toon Link. Das Schwert der Weisen bekommt man... War das? Ich glaube, das war von Ganondorf Amiibo. Das war falsch. Das ist richtig. Den Licht, den Schattenbogen bekommt man von der Zelda Smash Bros. Edition Amiibo-Dingens. Schilde weiß ich gar nicht, ob es da ein spezielles gab. Ich glaube nicht. Außerdem bekommt man, oder habe ich bekommen, die Windmütze vom Toon Link. Und ich würde rein theoretisch noch das Twilight Princess Outfit von der Amiibo bekommen, von der Smash Amiibo. Aber wenn man die das allererste Mal aktiviert, soll man Epona bekommen. Und das wollte ich irgendwann in der Aufnahme machen, werde ich sicherlich in einem der nächsten Parts mal bekommen. Deswegen habe ich das Outfit noch nicht zusammen. Wie gesagt, die neuen Majora's Mask und Skyward Sword Links möchte ich mir nicht auch noch kaufen. Majora's Mask, Skyward Sword und ich glaube Twilight Princess gibt es noch, aber der Twilight Princess Link, glaube ich, dieselben Funktionen wie der Smash Link haben sollte. Das heißt, da gäbe es noch 2 neue Amiibos, die ich mir besorgen müsste. Und ich müsste mir auf jeden Fall noch den Ocarina of Time Link besorgen und der ist einfach viel zu teuer. Dementsprechend, naja,
habe ich mich dagegen entschieden, noch alle Amiibo-Inhalte zu zeigen, aber wir sollten zumindest, was die Outfits anbelangt, so alles besitzen, was es so gibt, was man so haben kann, ohne Amiibos, sagen wir es mal so. Okay, dementsprechend muss ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen klarkommen. Tagebuch sollte hier was sein. Und dementsprechend, womit fangen wir denn an? Haben das Extra-Notizen, haben das Extra-Notizen, Gerüchte, Küche, wundersame Stimme, das ist die Prüfung des Schwertes. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Teleportationsstein an. Markieren den und versuchen uns dann mal zu teleportieren. Das war der falsche Knopf, toll. Und zwar müssen wir dafür hier hin. Scheinbar. Okay. Wie gesagt, ich brauche jetzt wahrscheinlich erstmal einiges an Zeit, um wieder reinzukommen in die Steuerung, in das Gameplay und alles so weiter. Das ist, wie gesagt, einige Monate her, als ich zuletzt gespielt habe. Mindestens zwei. Ich würde sogar drei sagen. Also eigentlich seit dem Mario Kart 8 Release habe ich Zelda nicht mehr gespielt. Und davor auch nur noch wenig. Zum Mario Kart 8 Deluxe Release hatte ich schon alle Amiibo-Outfits drin. Das heißt, seitdem habe ich es eigentlich nicht mehr gestartet. Also, mein Gott, da muss jetzt einiges erstmal wieder ins Laufen kommen. Also, wir haben trotzdem zum Glück halt Ausdauer und Leben und so weiter sehr, sehr voll. Das bedeutet, wir dürfen uns einige Fehler erlauben. Und das müssten wir sicherlich auch. Okay, hier drin im Stall von Akala sollte es irgendwo was geben. Vermutlich das hier. Klitis Gerüchteküche hier extra 2. Hallo, hier ist wieder eure Klitis, Königin von Klatsch und Tratsch, ob zu Hause oder auf Reisen. Das neueste Gerücht, das mir zu Ohren gekommen ist, kann selbst ich kaum glauben. Das Wunder der Teleportation. Es soll einmal ein Medaillon gegeben haben, das den Besitzer jederzeit dorthin holen konnte, wo er es abgelegt hatte. Für jeden Geschäftsreisenden und Abenteurer ein wahr gewordener Traum. Dieses Artefakt soll noch heute in einem Labyrinth im Nordosten von Akala in den Tiefen der Erde versteckt sein. Wie glaubwürdig dieses Gerücht ist, überlasse ich dem Urteil meiner Leser. Okay. X-Teleportation. Im Labyrinth im Nordosten. Muss ich da jetzt ernsthaft wieder rein? Warum hat er jetzt den neuen Punkt nicht gesetzt? Wenn du diesem Glauben Gerücht schenkst, solltest du dich auf der Suche nach diesem Labyrinth machen. Labyrinth im Nordosten von Akala, unterirdisch versteckt. Das ist das Einzige, was nordöstlich labyrinthmäßig ist. Dementsprechend gehen wir da mal hin. Ach du Kacke. Ein Diamantstirnband. Oh oh. Ja, natürlich. Das war eine ganz schlaue Idee, wie es aussieht. Ja, ja, ist ja schon gut. Fuck! Hilfe! Lass mich in Deckung gehen irgendwie. Oh Gott. Okay, wie rüste ich irgendwas aus? So, Pfeil und Bogen. Das ist schon mal gut. Aber ich möchte gerne einen anderen Pfeil ausrüsten. Wie ging das nochmal? Ach, mit diesem Bogen kann ich nur Lichtpfeile schießen. Dafür verbrauche ich zumindest keine Munition. Ist zumindest auch was. Okay, also irgendwo hier soll das blöde Medaillon sein. Sehe ich das richtig? War Nummer 1. Okay, hier kriegt man auch sehr, sehr viele von dem Kram. Oh. Und wähle den Antikpfeil aus. Das sollte das Ganze ein bisschen erleichtern. So, jetzt wieder Schritt für Schritt. Am besten so weit wie weg wie möglich gehen, damit uns die anderen noch gar nicht erst erblicken. Hier waren ja noch zwei aktiv. Hier ist noch eine Truhe. Oh! Teleportmedaillon. Ein mysteriöses Medaillon, das mit uralter Technologie hergestellt wurde, öffnet eine Tasche und registriert deinen Standort als Teleportziel. Dahin. Na dann.
Holen wir uns Majora's Mask. Oder die Krogmaske könnte auch sein, eine geheimnisvolle Maske. So, was haben wir denn hier? Klites Gerüchteküche, extra 1. Wir haben es extra 2 für extra 1 gemacht, okay. Hier ist Klites, Königin von Klatsch und Ratsch bei Mondlicht der Sonnenschein. Heute habe ich etwas Besonderes Saftiges für euch, frisch aus der Gerüchteküche. Die geheimnisvolle Krogmaske. Manche Handwerker glauben, dass ihre Werkzeuge mit den Jahren ein eigenes Leben annehmen. Aber offenbar können auch die Masken der Waldgeist ein Eigenleben haben. Wenn man die Krogmaske trägt, soll sie angeblich von Zeit zu Zeit klappern und eine süßliche Stimme erklingen lassen. Okay, also ein Audiosignal für Krogs. Naja, vielleicht ist sie ja aufgeregt, weil sich in der Nähe Artgenossen aufhalten, die für unsere Augen unsichtbar sind. Sie soll im Schlund eines furchteinflößenden Baumes in einem Wald versteckt sein, der alle Besucher in die Irre führt. Sicher nicht einfach, an so einem Ort eine Schatztruhe zu finden, aber vielleicht gibt es eine einfache Methode. Im Schlund? Moment, das sollte relativ offensichtlich sein. Wir teleportieren uns einfach zum Dekobaum und der hatte doch eine. Da haben doch die Dekos drin gewohnt. Ist das wirklich so einfach zu finden? Also die Schwertquest ist ja hier auch schon. Ich überlege gerade echt, ob es denn überhaupt dann Sinn macht, hier noch eine Quest quasi zu verstecken, nämlich die der Krogmaske. Also es würde natürlich am meisten Sinn machen, die Krogmaske hier auch im Wald der Krogs zu verstecken. Aber irgendwie auch nicht. Oh, ja natürlich. Jetzt triggern wir erstmal die Master-Schwert-Quest. Du sagst, du hast deine Stimme gehört? Ah, so, so. Und sie sagte, die Zeit sei gekommen. Dann lass mich dir erzählen, was ich von der großen Prüfung weiß. Du hast dir zwar das Masterschwert zurückgeholt, doch sein wahres Licht ist noch nicht erwacht. Die Prüfung des Schwertes dient dazu, seine Eignung festzustellen, des wahren Lichtes Herr zu werden. Es ist eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht. All deine Waffen und Rüstung werden für diese Prüfung versiegelt. Du musst dich ihr unbewaffnet stellen. Wenn du diese Prüfung mit Weisheit und Mut bestanden hast, dann wirst du wahrhaftig der Gebieter des Masterschwerts sein. Du scheinst ja wirklich sehr erpicht auf diese Prüfung zu sein. Nun, Link, dann steck das Masterschwert zurück in seinen Sockel. Nun, Dekobaum, das werde ich sicherlich tun, aber nicht jetzt. Okay. Wie gesagt, ich finde das hier sehr verwirrend, aber es muss eigentlich in einem dieser... Oh Gott, ich habe gerade eine Vermutung. Ich probiere es einfach. Wir probieren es einfach aus. Komm, wir probieren es einfach aus. Was haben wir zu verlieren, wenn es falsch ist? Dann cut ich es halt einfach raus. Ich muss in dieser Folge eh schon cutten, also... Was soll's? Wir versuchen es einfach, denn mein jetziger Plan wäre, wenn das falsch ist, werdet ihr das ja niemals zu Gesicht bekommen. Wenn es richtig ist, dann ist meine Idee vielleicht, es gab ja die ganze Zeit schon Truhen in Schlündern von Bäumen auf den Weg zu zum Dingens zum Beispiel, auf dem Weg zu den Dekobaum oder auch in einer der Prüfungen von den Dekos, wo man mit dem Magnetmodul gucken sollte, was sich so in den Mündern von den Bäumen da befindet. Dementsprechend kann es natürlich durchaus sein, dass wir auch jetzt wieder... Moment mal, da drüben war der Eingang. Wo ging es denn da nochmal rein? Da, ne? Und deshalb kann es natürlich durchaus sein, dass es auf dem Weg zum Dekobaum jetzt irgendwo eine Truhe platziert wurde, weil die gerade eben war ja auch eine Truhe, die platziert wurde, die vorher so nicht existiert hat. Und jetzt einfach neu dazu geballert wurde. Warum euch übrigens fragt, warum ich jetzt mit dem Heldengewand, der die ganze Zeit spiele, einfach gehört ist, für mich, es gehört sich für mich einfach so, dass Link in einem Heldengewand spielen muss. Dementsprechend hatte ich offscreen, ich meine nach dem Let's Play, einfach die komplette Rüstung aufgepowert. Sie ist nicht so stark wie die Rüstung, die wir im Let's Play verwendet haben, aber ich habe einfach die Wildnismütze, das Wildnisgewand und die Wildnishose bis auf 84 hochgeballert. Und dadurch haben wir, ja, der Set-Bonus, dass das Masterschwert jetzt Strahlen abschießt, wie man das in den alten Zelda-Teilen schon kannte. Ach, hier ist sogar eine Fackel. Ich wollte gerade schon sagen, wenn ich jetzt eine Fackel hätte, dann wird das wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher laufen. Dann nehme ich mal dich. Und nein, das will ich nicht. Dich brauche ich nicht mehr. Nehme ich mal die Fackel mit. Und dann gehen wir den Weg nochmal so, wie er sein soll. Also stehen bleiben.
dahin. Ich folge einfach mal genau der Fackel und ich hoffe, dass das Ding wirklich hier irgendwo auf dem Weg ist. Oh, da ist sie tatsächlich. Die Krogmaske. Diese Maske ist den Masken des Krogs nachempfunden. Versteckt sich ein Krog in der Nähe, reagiert sie. Wenn du sie verkaufst, bekommst du sie nicht zurück. Also auf jeden Fall behalten. Ich stelle ihn da. Also bewegen wir uns dahin. Ich weiß, dass es auf jeden Fall mit dem neuen DLC goldene Leunen geben wird. Das ist ja auch das Titelbild des neuen DLCs. Aber ich glaube, die sind vermutlich, ich weiß es nicht, aber ich vermute, sie sind dem DLC, also dem Master-Modus vorbehalten. Weil im Master-Modus ja quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, jeder Gegner eine Stufe stärker ist, als er normalerweise standardmäßig wäre. Dementsprechend sind die roten Moblins, oder Bokoblins heißen sie ja, glaube ich. Oh, hey. Sind die roten Bukoblins ja gleich am Anfang auf dem Plateau schon blaue und so weiter und so fort. Und vorher waren ja, glaube ich, die Silbernen die stärksten. Und dementsprechend müssten die Silbernen jetzt geupgradet werden zu Goldenen. Und da müsste man dann auf die goldenen neuen treffen, den stärksten neuen Gegner. Also vermutlich nur im Master-Modus. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es so. Vielleicht trifft man auf den aber auch in der Prüfung des Schwertes. Dementsprechend haben wir da vielleicht doch die Möglichkeit, mal so einem zu begegnen. War dieses Buch schon immer da? Ich glaube nicht. Denn es ist ein DLC-Inhalt. Erste Seite. Sei hier festgehalten, wo du die 8 Schätze des Schloss aus Schloss Hyrule versteckt habe. Wo ich die 8 Schätze aus Schloss Hyrule versteckt habe. Okay. Die uralte Maske ist da, wo sich die Soldaten sammelten. Man kann von dort das Wasser des Komolo-Sees sehen. Das grüne Gewand eines Junggesellen, der sich für eine Fee hielt, Tingel, ist in den Ruinen der Ebene von Hyrule versteckt. Ein Teil ist in der Ruine, an der einst der Handel blühte. Ein Teil ist in der Ruine, der Vergehen bestraft wurden. Und ein Teil ist in den Ruinen eines Dorfes, neben den Feldern, wo sich einst viele Leute sammelten. Die Krone der Prinzessin der Schatten findet sich bei einem Tempelruine am Regentia-Fluss. Die Rüstung eines Ungeheuers, das selbst in den Händen fürchtete, was selbst der Held fürchtete, ist in den Ruinen der Ebene von Hyrule versteckt. Ein Teil ist an einem Ort zu finden, an dem Kämpfer ihre Fähigkeiten schulden. Ein Teil ist an einem Ort zu finden, an dem die königliche Garde ihren Ruhm besang. Und ein Teil ist in den Ruinen, in denen sich die Soldaten von Hyrule einst versammelten. Auf der letzten Seite steht EX. Was soll das bedeuten? Die Rüstung eines Ungeheuers, das selbst in der Held... Achso, das hatte ich schon. Dann hoffe ich zumindest Komolo-See. Garnisionsruine. Dann setzen wir uns da mal kurz ein Symbol und reisen dorthin. Also wenn, dann ja wohl in der Garnisionsruine, oder? Bei den anderen Sachen habe ich ein bisschen Angst, dass die sich alle in Schloss Hyrule befinden, aber es stand doch überall in den Ebenen von Hyrule und nicht im Schloss Hyrule, oder? Weil das meiste davon wird natürlich auch zu Schloss Hyrule passen. Wett. Das ist es aber nicht, oder? Warum ist denn das eine EX-Truhe? Ach, da sind die drei... Ah, ich verstehe. Ich glaube, das sind die drei Vorbesteller-Truhen auf dem vergessenen Plateau hier oben. Gibt es drei Truhen exklusiv für Vorbesteller. Also exklusiv für... nicht exklusiv für Vorbesteller, sondern exklusiv für Season Pass-Käufer. Also Leute, die eine Season Pass gekauft haben und nicht das DLC einzeln, die bekommen hier... noch drei Bonustruhen im vergessenen Plateau. Darunter ist ein Nintendo Switch T-Shirt. Und in einem soll, glaube ich, Rubine sein, in dem anderen sollen Bombenpfeile sein, in dem anderen soll das Nintendo Switch T-Shirt sein. Nicht Rubine, sondern Erze. Und ich glaube, wir haben gerade die Erztruhe gefunden. Das bedeutet, wir müssen das Nintendo Switch Shirt noch suchen. Ich glaube aber, ich weiß schon grob, wo die Truhe sein soll. Und in der letzten sind dann Bombenpfeile, also nicht so wichtig. Das können wir uns vielleicht auch noch einmal gemeinsam anschauen. So, irgendwo hier würde sich also die legendäre Maske befinden. Verstehe ich das richtig? Hier hört sich auch irgendwas so glitzernd an.
Aber die EX-Truhen scheinen nicht magnetisierbar zu sein. Was schade ist, sonst hätte ich mir das alles ein bisschen einfacher machen können. Die müssen doch hier sein, oder? Also vom Cumulusee, dort, wo sich die Truppen trafen, zu sehen, das hier ist die Garnisonsruine am Cumulusee. Also, meine Fresse, wenn nicht hier, wo dann? Willst du mich verarschen? Scheiß Drecksviecher. Verzieht euch. Gott, ich hasse die. Aber wo könnte sie hier sein? Natürlich regnet es immer in diesem Spiel. Man hört hier ja auch was. Genau hört man hier was. Das hier ist halt das Auffälligste von allem. Aber es regnet, das heißt, es bringt auch nichts, hier irgendwie was entflammen zu können oder so. Eine Truhe zumindest. Habe ich nicht vorhin versucht, per Magnet Truhen aufzuspüren? Hier ist sie tatsächlich. Majora's Mask. Eine Maske aus fernen Zeiten. Sie hilft dem Träger, sich auch von den meisten Monstern zu verstecken. Wenn du sie verkaufst, bekommst du sie nicht zurück. Die uralte Maske geschafft. So, hier war was. Ist das nur das Schwert, das Schild? Ja. Ist sie. Oh, warte. Oh, warte, die ist mies versteckt. Und das wird sie auch sein und das ist sie auch. Wunderbar. Da ich Tingle absolut nicht ab kann, werden wir das mal überspringen. Also, als letztes machen. Dementsprechend kommt als nächstes die geisterhafte Rüstung. Also Ruinen von der Ebene von Hyrule. Wir haben die Farmruine. Das wird's nicht sein. Wir haben den alten Festplatz. Das könnte was sein. Wir haben die Garnisonsruine. Das hört sich schon mal nicht so schlecht an. Der alte Umschlagplatz aber auch nicht. Die Arena-Ruine könnte es natürlich auch sein. Also hier hatten wir jetzt ja eben schon. Und hier haben wir jetzt auch schon gehabt. Frage ist, zählt die Arena-Ruine hier noch mit zu den Ebenen von Hyrule? Würde schon fast sagen, nicht mehr, weil eigentlich ist das hier ja die Ebene von Hyrule. Also wir haben den alten Umschlagplatz. Die Garnisonsruine. Vielleicht ist es doch in der Arena. Weil, wo sie ihre Fähigkeiten schulten, hört sich für mich krass danach an. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal. Guten Tag, Loini Loin. Boah, ich habe so ewig nicht mehr gespielt. Jetzt muss ich gegen so einen Kackloin kämpfen, ey. Gut, nehmen wir mal das Gardeschwert, solange unser Masterschwert noch nicht aufgepowert ist. Das ist nicht gut. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Der scheint mir ein bisschen zu stark zu sein. Ich habe hier aber was. Das habe ich damals, als ich Leunenhörner in Hülle und Fülle sammeln musste. Habe ich ja versucht, diese Leunen oder Hufen oder was auch immer, musste ich für die ganzen Ausrüstungsteile, die ich hochgelevelt habe, ja sammeln.
Und da habe ich gelernt, beziehungsweise habe ich versucht, die natürlich auf diverse Art und Weisen zu killen. Und da habe ich festgestellt, dass wenn man mit einem... Ja. Ist sie das wirklich? Dann da warte ich mit einer Idee ja wirklich recht. Da habe ich herausgefunden, dass wenn man mit einem antiken Pfeil auf einen Leuen schießt, dann verschwindet der in eine andere Paralleldimension oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall soll man Leuen wohl nicht mit antiken Pfeilen farmen. Da haben wir tatsächlich den Phantomhelm. Also Leuen soll man nicht mit antiken Pfeilen farmen, die despawnen dann einfach. Und das hat uns in dieser Situation, glaube ich, ein bisschen, ja, Anstrengungen erspart. Nur die Frage ist, wohin jetzt? Das hat sich geklärt, aber wohin als nächstes? Okay, die Arena-Ruine haben noch damit dazugezählt. Ich würde als nächstes die Garnisonsruine ansteuern. Und ich finde das Auffälligste zusammen, die Arena ist extrem auffällig und genauso auffällig ist auch dieser Festplatz. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, Arena-Ruine, Garnisonsruine, Festplatz? Das andere sind dann die Farm-Ruinen. Die Gefängnisruinen natürlich für die Bestrafung. Und was könnte das letzte sein? Und die Stallruinen, da waren wir ja schon, da haben wir angefangen. Die eines Dorfes. Eines Dorfes fehlt uns noch. Die Ruinen eines Dorfes. Das könnte der alte Umschlagplatz sein. Und da es der alte Umschlagplatz sein könnte und wir da aktuell am nächsten sind, gehen wir da erstmal hin. Da ist was. Ist es das tatsächlich schon? Ist sie das tatsächlich schon? Das ist eine normale Truhe und da ist ein fucking dreckiger Dreckskrog. Bleib stehen. So. Oh, und wir sind genau vor der EX-Truhe, wenn ich das da hinten richtig sehe. Super, danke, Krog. Du hast mir eine Menge Arbeit erspart. Also war hier wirklich ein Tingeltal. Das war tatsächlich das Letzte, was mir noch eingefallen ist. Das ist das Unwahrscheinlichste. Vielleicht habe ich mit einer kompletten Theorie recht. Oh, das wäre natürlich. Dann können mir Leute wieder vorwerfen, ich hätte das alles nachgeschaut. Aber ich kann damit zumindest bezeugen, dass die Hinweise, die in den Büchern stehen, eindeutig genug sind, sodass jeder mit einem bisschen Rumprobiererei und ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen Glück vielleicht auch dabei, dass man gleich auf die richtigen Ideen kommt, kann man das alles regulär ganz einfach finden, ohne irgendwelche Lösungen oder sonst irgendwas. Einfach kurz nachdenken, was nach der Antwort da am logischsten wäre. Und was man mit anderen vielleicht schon abdecken würde und was da noch übrig bleibt. Oh, fuck. Oh nein. Ich muss abdrehen, ich muss abdrehen, ich muss abdrehen, ich muss abdrehen. Okay, gib mir Deckung. Nein, jetzt haben wir einen Pfeil verschossen. Wir haben nicht so viele davon. Oh. Ding ist, bislang war das die, waren die Dinger immer in Trümmerhaufen oder sowas. Ist das da vorne ein Trümmerhaufen? Nee, ist einfach nur ein Stein. Bislang waren die Truhen immer in großen Trümmerhaufen versteckt und nie so. Ah! In solchen hier zum Beispiel. Und nie so in freieren Flächen. Aber tatsächlich war auch hier ein Teil. Einen wunderschönen guten Tag, Epona.
Hier sind ja die Felder. Wenn das die Farmruine ist, dann ist das hier ja das Dorf. Daneben, oder? Sehe ich das richtig? Ach, man kann das Pferd ja irgendwie rufen. Ich weiß zwar nicht mehr wie, aber irgendwie ging das. Das Problem ist, dich habe ich noch nicht als mein Pferd registriert. Deswegen kann ich dich auch noch nie rufen. Moment, das ist schon hier. Wow, okay, das Stück hätte ich auch noch gehen können. Möwendorf-Ruinen, das habe ich noch gar nicht erkundet gehabt. Ich sollte mehr mit dem Kram hier rumlaufen. Oh. Ich sehe das. Ne, ist kein X drauf. Ne, holen wir sie trotzdem raus. Oh, hier ist es doch. Warum waren da jetzt keine X drauf zu lesen? Ist okay. Das waren Tingel Strumpfhosen. Dann haben wir noch. Ich versuche es noch am alten Festplatz, aber ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass es nur in Ruinen sind. Und das ist halt ein alter Festplatz, aber alles andere hieß Arena-Ruinen, Dorf-Ruinen, Gardeplatz-Ruinen und keine Ahnung. Und das ist einfach nur ein alter Festplatz. Jetzt schauen wir uns am Marktplatz um. Marktplatz 4, Versammlungsplatz, wie auch immer. Aber hier war auch schon eine Erinnerung und eigentlich wurden bislang nur Orte benutzt, die nichts mit Erinnerungen zu tun hatten. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht habe ich auch von vornherein recht gehabt. Und damit haben wir die Phantomrüstung. Und die geisterhafte Rüstung abgeschlossen. Und damit wiederum bleibt nur noch ein einziger Platz übrig. Nein, 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 Epona, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Und der ist ziemlich, ziemlich offensichtlich. Das können einfach nur die Gefängnisruinen sein. Aber wo einst die Verbrecher ihrer Strafe zugeführt wurden oder so, das ist relativ offensichtlich. Dementsprechend ist hier auch die Truhe. Diesmal in keiner Ruine. Diesmal in keinem Schutthaufen. Dann relativ offensichtlich. Mitten auf dem Feld. Aber da es die letzte war, können wir uns damit auch begnügen und haben damit auch das Feengewand vollständig zusammengesammelt. Haben Epona gespawnt. Und damit wird eigentlich alles getan, was sie tun wollten. Jetzt bleibt als einzige Sidequest noch übrig. Die größte dieses DLCs. Der Hauptabschnitt dieses DLCs zusammen mit dem Master-Modus. Eine Art Drillhöhle für Breath of the Wild. Wenn man startet, wie uns der Dekobaum schon berichtet hat. Eben in dieser Drillhöhle, genau. Wie auf dieser einen speziellen Insel, den so viele Leute so gut fanden und die ich auch ziemlich cool fand. Vollkommen ohne Equipment und muss sich durch einige Ebenen, durch sehr viele Ebenen, ich weiß nicht genau wie viele, aber es sind sehr viele, hindurchkämpfen. Das könnte einige Parts beinhalten. Man kann halt nicht mit OP-Equipment rein alles niedermetzeln. Das funktioniert leider nicht. Aber man hat zumindest seine Herzen und Ausdauer, die man sich durch die Schreine erarbeitet hat, darf man mit reinnehmen. Das heißt, ach ja, und die Fähigkeiten, die Heldenfähigkeiten sind, glaube ich, auch zugelassen. Also alles in allem müssten wir, dadurch, dass wir das Spiel halt ansonsten bis auf die Crocs schon zu 100% abgeschlossen haben, müssten wir da drin absolut gar keine Probleme haben. Das heißt gar keine Probleme, das ist falsch. Das sollte ja nach wie vor eine sehr schwierige Angelegenheit werden. Aber wir müssten weniger Probleme haben als so manch anderer. So.